Und jetzt folgen Sie bitte aufs Wort unseren Fertighausordnungsorganinnen und Organe. Dankeschön. Die Mama mit ihrer Erbschaft, ich mit meiner Musikalität, wir hätten das schon zusammengebracht. Jetzt sitzen wir da. Schau das an, jetzt haben wir, jetzt lässt du das jetzt wegwischen, die Mama ist auch weg. Ich verstehe das nicht. Wisst ihr überhaupt, was das Haus kostet? Wisst ihr das? Bitte nehmt ihr einmal die Kopfhörer auf, wir haben Besuch. Im Monat, wisst ihr, was ich im Monat zahle? Ich zahle im Monat 1000 Euro. Da ist die Rückzahlungsrate haben wir, da haben wir die Versicherung. Wisst ihr, was das für ein Brocken ist? Die Versicherung haben wir, dann haben wir Dings, haben wir Gas, Strom, Wasser, Schneeräumung haben wir, dann haben wir die Grundsteuer, ist nicht viel, aber es kommt auch dazu, da haben wir alle nichts gegessen, noch nichts. Ihr habt eine 150 Euro T-Shirts, Fetzen von Armani, Pucci, Gucci, das. Kein einziger hat noch was drauf, dabei könnte man reich werden, wir könnten reich werden. Verstehst du? Ich verstehe. Das ist doch. Mit Ufter geht gar nichts. Aber schau, mit dem, wenn wir das gemeinsam. Das ist so schön, und es ist ein Lied, das ist für die Mama. Ey. Das ist auf die Mama, eigentlich passt das voll auf die Mama. Bei Tag und Nacht denk ich an dich, Lisi. Bei Tag und Nacht, das passt voll auf die Mama, du. Zucker, süße, kleine Ballerise, der Ballerina. Das ist so schön. Und ich hab mir gedacht, wir gehen, weißt, ich hab mir gedacht, wir gehen gemeinsam zu einer Familientherapie. Ihr zwar, die Mama und ich, und wir könnten das alles ausreden. Wir könnten das alles irgendwie zusammenfinden wieder und gemeinsam Hausmusik machen. Die Mama spielt so schön Geigen, das hat sie schon gehört. Hätten wir zwei Stimmen, hätten wir das machen können. Ich hätte gespielt. Und die Mama hätte gespielt. Und ihr hättet singen können dazu, zwei Stimmen dazu singen können. Und zu Weihnachten hätten wir Stille Nacht. Wir hätten das vierstimmig singen können, die Mama auf der Geige, und ich, das kann ich auch.
Marina. Schaut, es geht sich noch besser. Die ersten Takte, die habe ich komplett drauf. Das klingt, das war der Mann und ihr und die Mama mit der Geigen. Wir hätten so gefiedelt, das war ab und jetzt gehen wir die. Jetzt gehen wir die ganze hinten verscherben. Das ist einfach. Aber die beim AMS haben gesagt, ich bin noch nicht reif zum Auftreten. Ich muss zumindest ein zweites Lied anhängen. Ich verstehe das nicht. Am alten Platz könnte die Marina den ganzen Tag spielen und Stille Nacht. Ich hab gesagt, das passt im Sommer nicht, Stille Nacht. Jetzt können wir die Hitten verscherben. Das ist echt, ja, das soll ich machen. Aber wir schaffen das schon, wir machen das. Wollt ihr nicht vielleicht wer die Hitten kaufen? Der kostet schlüsselfertig, kostet 170.000, ich gebe euch um 150. Ich meine das im Ernst, ich habe drüben, ich habe die Verträge, ich habe sie da. Am liebsten würde ich das gestern verkaufen. 140.000, 100, da ist der Kunde schon dabei. Ist eine super Umgebung, total still da. Außer wenn kein Fischmarkt ist oder was, aber ist auch super, aus um die Ecken Fischmarkt. 130.000. Ich hab die Verträge da, 102, okay. Mein letztes, ich meine das komplett ernst. Ich gebe euch das Haus um 120.000 Euro. Und sagen wir 140.000 und ich komme einmal in der Woche gratis Hausmusik machen. Super, ja, das kann man schon. Das war schon super, weil da könnte man in einem Chor singen, weißt du? So musizieren. Ja, und das ist ein schönes Lied und da kennt man echt im Chor, kennt man den. Super. Ich stehe euch. Klasse, ganz klasse, okay? Passt. Dann schleiche ich mich, ja. Super. Und ich kann irgendwo verschwinden, dass ich Hausmusik machen kann. Im eigenen Haus. Im eigenen Haus kann ich irgendwo am Scheißhaus oder was dann Hausmusik machen. Super, klasse. Danke vielmals. Dankeschön. Danke.